Ist egal, ich sehe nicht aus wie eine Prinzessin. Um die Menschen, die mir am nächsten stehen, muss ich mir die größten Gedanken machen. Das muss ich sich ändern. Es hat alles zerstört, so wie Evan gesagt hat. Das sieht aus wie... Das ist... Ah, das ist doch von einer Trompete ein Mundstück. So, dann gehen wir mal jetzt vor. Jetzt lösen wir das hier. Ich glaube, ich habe den Dreh raus. Dieses Rätsel ist echt eine Kopfnuss für mich gerade. So, dann würde es nämlich hier passen. Dann würde das nämlich hier ansetzen, überall. Nummer 3. Es fehlt eine Schlaufe. So, sind 4 Schlaufen. Aber hier kriegen wir keine Schlaufe hin. Ich muss irgendwo... 1, 2... Oh, okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass ich das so schnell lösen kann. Fällt mir noch was ein. Haben wir hier die Eiche? Ich habe gerade die Parabel gefunden. Super. Parabeln. Vor langer Zeit hatte jemand ein in eine Decke gehülltes Baby am Ufer des Schwanensees abgelegt. Sie weinte nicht, noch lachte sie. Ihr Blick war auf die Wellen gerichtet, die vom eisigen Wind über den See geweht wurden. Dort lag sie, bis die Frau eines Zimmermanns sie fand. Die Frau schnappte sich das Kind und brachte es zu ihrem Mann. Da die Eheleute selbst keine Kinder haben konnten, sahen sie das Baby als Geschenk der Göttin an. Sobald das Baby seine ersten Schritte tat, lief es zu genau der Stelle, an der man es gefunden hatte. Die Frau des Zimmermanns schloss daraus, dass das Mädchen ihre wahre Mutter sehen wollte. Nein, sagte ihr Mann. Sie liebt das Wasser. Odette liebte das Leben und glaubte an das Gute des Universums. Sie wuchs zu einer wundervollen Prinzessin heran, die eine tiefe, mystische Verbindung zu dem See und seinen Bewohnern hatte. Genau an diesem See trug es sich zu, dass ein außergewöhnliches Wesen sie zum ersten Mal sah. Das war bestimmt das kleine Fröschlein. So, also die Parabeln haben wir. Jetzt fehlen mir eigentlich nur noch... Das Horn des Windes ist nun vollständig. Mal sehen, wie das der Königin der Harpien gefällt. Und mir fehlt auch keine Eiche mehr. Super, gehen wir los und beenden mal diese. Oh weia. Entweder funktioniert die Flöte oder ich komme hier nicht weiter.
Das Geräusch hat die Harpie geschwächt. Meins? Ach du Heilige, was? Dreh die Symbole, um sie an zwei Enden zu verbinden. Müssen auf ein gleichfarbiges Symbol gerichtet sein, damit du sie verbinden kannst. Nicht alle Symbole müssen verbunden sein. Ach so. Also, grün muss nach oben. Nochmal mal blau. Ja, ich... Oh. Himmel her! Ich glaube, das war's. Oh. Das Bild kennen wir zur Genüge, glaube ich. Die Kreise schließen sich so langsam. So trug es sich zu, dass Odette durch Zufall die Königin der Harpien und der Verräter der Wachen besiegte. Die Kreatur war der Göttin Flora untergeordnet, doch ihre Instinkte waren stärker als die Verbindung zur Göttin. Sie verwandelte sich in widerspenstige Bestien. Auch Odette sah die Prophezeiung der Druiden. Mit einem einzigen Kuss verwandelte sich der Frosch in einen Prinzen und es war Liebe auf den ersten Blick. Odette war von den Gefühlen so überwältigt, dass sie ihre Verpflichtung als an... Ja. Im Endeffekt, wir wissen, was rauskommt. So, Glückwunsch, das Bonuskapitel abgeschlossen. Viel Spaß mit dem Bonusinhalt. So, im Endeffekt war ja eigentlich bloß schlicht und ergreifend soweit. Wir haben alle Parabeln, war alles super, alles schick. Wir haben... Ja, an sich hatten wir ja nur alles. Sammelobjekte. Wir haben alle Eicheln. Wir haben den Lebensbaum gefüllt. Souvenirzimmer? Ach ja, das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Ich glaube, das habe ich im letzten oder vorletzten Spiel, ich glaube nach der Aufnahme herausgefunden. Das gibt jetzt noch so kleine Minispiele im Nachhinein. Nein, ich rede jetzt während des Minispiels auch mal ein bisschen sinnlos. Und es lädt ganz schön lange für diese Minispiele. Es ist so, ich finde dieses Spiel einfach unglaublich. Ich finde die Grafiken wieder einfach atemberaubend. Moment. Ich hoffe, ihr habt das gerade nicht gehört. Mein Computer hat gerade komische Geräusche von sich gegeben. Na gut. Ja, jetzt müssen wir noch kleine... Ach, genau. Jetzt muss ich nämlich alles absuchen, um diese Teile zu finden, die dort unten drin stehen, weil wir jetzt die Rüstung zusammenbauen. Das ist das Minispiel. Das machen wir noch schon nebenbei. Und was ich eigentlich sagen wollte, ich finde diese Spiele einfach affengeil. Es macht einfach so einen Spaß, in diese ganzen coolen Bilder einzutauchen, sich halt drin zu verlieren. Nebenbei halt, wie gesagt, rumwimmeln, rumsuchen, Rätsel lösen. Klar, manche Rätsel sind einfach echt sauschwer. Wo ich mir sage, es ist
echt heftig. Aber an sich ist es einfach ein geiles Spiel im Gesamten. Und es macht halt Spaß. Gerade bei Dark Parabits, wo die Spiele eigentlich aufeinander aufbauen, kann man sagen, von den Storys her. Und man so nach und nach halt dann alles findet, alles entdeckt. Und es ist einfach toll, dass sich wirklich Kreise schließen. Jetzt muss ich kurz, entschuldigt. Kurz Luft anhalten. Nein, dass sich diese Kreise schließen, weil erst das allererste Spiel ist ja mit dem Froschprinzen gewesen, mit dem Froschkönig. Und es ist wirklich einfach wunderbar mit anzusehen, wie sich das dann alles, die Kreise schließen, wie gesagt, weil Odette, die Efeu-Prinzessin, also ich finde es ein bisschen traurig, dass es direkt um die Efeu-Prinzessin kein Spiel gibt, aber das ist, aber sie wird ja mit bei, beim Froschkönig, taucht sie ja als Geist, war das, glaube ich, mit auf. Oh, ist das lange her, dass ich das gespielt habe. Und guck mal, das sah doch aus wie das Archiv, ne? Das war der Typ. Plus viele, viele Jahre später, wo alles dann schon zugewuchert und zugewachsen war. So, wie gesagt, das machen wir jetzt hier noch ganz schnell. Einfach weil es Spaß macht. Und ich irgendwie noch nicht aufhören möchte. Es ist irgendwie. Man will irgendwie immer da nicht aufhören. Man ist dann so drin und dann erkundet man die Bonusinhalte. In meinem Fall habe ich das halt immer gemacht, wenn ihr dann nicht mehr da wart, wenn ich dann die Aufnahme gestoppt hatte. Wo ich mir so im Nachhinein sage, ey, das hättest du eigentlich auch jetzt noch die Viertelstunde aufnehmen können. So ein rosa Knupsel müssen wir suchen. Es ist halt schön, dass man in unglaublich viele Kulissen durch dieses Mini-Dings jetzt nochmal geworfen wird. Wo man sich halt nochmal umgucken muss, wo. Ah. Ich weiß nicht, ich komme nicht raus aus diesem Spiel, habe ich manchmal so das Gefühl. Wie gesagt, man muss jetzt nochmal alles so durchgucken. Man sucht ja die Teile und man möchte ja irgendwie auch alles haben und wirklich komplett fertig sein mit dem Spiel. Und ich finde dieses Teil gerade nicht. Es ist so ärgerlich. Wir machen die Wand kaputt. Für eine Rüstung. Na gut. Da durfte man auch mal einen Tipp benutzen. So. Oh, das ist auch so geil, dieses Bild gewesen. Ich weiß, der Helm ist da, aber guckt euch das an, die Knochen, die Eier. Und dann, guckt mal, es sieht so aus, als wenn manche Eier beschädigt sind. Das ist irgendwie voll gruselig und gleichzeitig richtig geil, gerade wenn man so ins Detail dann auch geht. Ich finde das richtig toll gemacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn euch die Spiele gefallen, es ist ein ganz anderes Feeling, wenn ihr sie selber durchwimmelt. Lufia gibt mir da bestimmt recht, weil er macht das ja. Er spielt es ja auch alleine. Und wie gesagt, guckt einfach mal selber in die Spiele rein. Das ist sehr toll. Es muss nicht immer die Sammeledition sein. Ich habe ja auch erst irgendwann angefangen. Wow, hübsch. Schön, haben wir auch geschafft. Schaut auch mal selber rein. Es ist wirklich was ganz anderes, wenn ihr selber da drinne steckt. So, Bilder. Gucken wir mal in die Bilder hinein. Wallpaper. Kann man sich wunderschöne auch halt suchen. Was ist das hier? Wallpaper alles. Achso, das sind die Bilder. Das sind die Wallpaper. Die kann man sich halt runterladen. Ich selber habe bisher ehrlich gesagt noch gar keins runtergeladen, aber ich bin halt schon stark am Überlegen, ob ich das mal mache. Und hier halt die Harpien und alles. Die Schwanenprinzessin, also alles sehr, sehr schön. Die Musik kann man, Minispiele kann man jetzt hier noch machen. Mit ganzen, eigentlich die ganzen Game-Spiele noch einmal. So, die Wimmelbild-Szenen kannst du hier noch einmal komplett durchmachen. Auf Zeit, in Prozentzahl, wie auch immer. So, die ganzen Parabeln können wir hier nochmal lesen. Hier fehlte uns ja leider, glaube ich, was. Oder ja, hier fehlte uns eine. Es ist halt. Ach ja, stimmt, das hatte ich übrigens auch rausgefunden. Ich war so doof und habe das Spiel nochmal von vorne angefangen. Das war bei der ich glaube, die kleine Meerjungfrau. Bei der Meerjungfrauensache. Und dabei brauchst du bloß draufklicken und einfach, ich glaube, du wirst nochmal in die Szene reingeschmissen und kannst die Parabel dementsprechend suchen. Deswegen werden wir das jetzt mal tun. Bei allen anderen, wie gesagt, es wird so ein kleines Bonus kommen. Ich weiß nicht, ob jetzt.
demnächst, muss ich mal ehrlich sagen, oder dann halt länger hin, weil es sind ja einige Projekte, die ich jetzt noch habe, die ich machen muss. So, hier fehlte uns die Parabel. Ich habe doch gesagt, ich vergesse eine. So, jetzt können wir uns hier nämlich nochmal umgucken. Können wir zurück in die Extras. Jetzt habe ich sie gesehen. So, jetzt haben wir sie vollständig. Jetzt kann ich sie euch auch noch kurz vorlesen. Der dunkle Traum. Vor langer Zeit, als der schwarze Schwan noch der weiße Schwan und ein Mitglied der Schwangarde war, traf sie eine seltsame Frau im Wald. Die Frau konnte nicht sprechen, doch der Schwan wusste genau, was die Frau wollte. Der Schwan befreite die Eule der Frau aus der Falle, die eigentlich für Zaubersamen gedacht war. Als Dank gab die Frau dem Schwan einen Stab und einen Trank. Der Schwan erschrak, als sie die Stimme der Frau hörte. Dies wird dich auf die Zeit, die dir bevorsteht, vorbereiten. Odile trank den Trank mit einem Zug aus, und in dieser Nacht träumte sie von einer Katastrophe, die dem Schwanenkönigreich bevorstand. Der Traum schien so echt, dass sie wusste, dass ihr tatsächlich etwas Fürchterliches bevorstand. Sie sah, wie das Leben aus dem Lebensbaum schwand, mit riesigen Rissen in der Erde um ihn herum. Sie sah, wie sich ein Schwan in einem Baum verwandelte. Die ganze Nacht wurde sie von fürchterlichen Albträumen geplagt, die sie nicht ganz verstand. Als Odile erwachte, schien sie ein anderer Mensch zu sein. Sie kümmerte sich nur noch um ihre Aufgabe in der Schwanengarde. Aufgrund der Träume war sie sicher, dass ihre Heimat in großer Gefahr schwebte. So, meine Lieben, da haben wir den jetzt auch vollständig. Ihr habt erfahren, dass ich das jetzt so machen kann. Und wie gesagt, bei den anderen werde ich das auf jeden Fall so machen, wo mir das fehlt. Da werde ich nochmal eine Sammelfolge von den fehlenden Parabeln rausschmeißen. Ja, und ansonsten Sammelobjekte hat man schon geguckt. Und damit sind wir auch durch. Ich habe euch jetzt mal die Extras intensiv gezeigt. Wie gesagt, ich lege euch ans Herz. Guckt mal in die Spiele rein. Es ist wirklich wunderbar. Damit verabschiede ich mich. Die Aufnahme war wieder super für mich. Ich wünsche euch viel Spaß noch weiterhin. Und dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Wimmelbildspiel. Tschüss!